Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Titan Station. Ja, Serie 5, Modell 22, das sind wir. Menschenähnliche Maschine auf dem neuesten Stand der Technik, die menschliche Bewegungen und Funktionalität bietet. Genau das sind wir und wir kommen von da, von dieser Kiste. Das war unser Zuhause, nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir sind auf der Erde, haben keinen Job, müssen Rechnungen zahlen, der Vermieter klopft mitten in der Nacht in unserer Tür. Das stimmt alles gar nicht. Wir kommen von hier, von dieser Kiste und sind Serie 5, Modell 22. Naja, kann auch nicht jeder von sich behaupten, kann man eigentlich stolz sein drauf. Und sind mal wieder hier aufgewacht. Na, herzlichen Glückwunsch, wir haben es wieder mal nicht geschafft, den Virus zu implementieren. Wir sind mal wieder hier. Okay, mal gucken, was wir da noch so rausfinden können. Was ist das da? Oh, guck mal, das ist ja unser Dingsbums da. Hä? Warum steht das denn hier? Das ist ja der Uplink. Warum ist das so rot jetzt? Serie 5 Modell 22 Uplink-Helm. Für Feldeinsätze und um eine schnelle Verbindung mit der Serie 5 Modell 22 herzustellen. Das Helm-Interface läuft mit Cube OS, was eine stabile Verbindung für Software-Updates, Parameteranpassungen und verschiedenste übergeordnete Prozesse wie das Rückrufprotokoll bietet. Wichtig, zur Benutzung des Helms immer vom Computer aus mit dem Helm verbinden, nicht andersherum. Können wir das Ding mitnehmen? Was ist das? Arten der Motivation von Angela Walker, na guck mal! Nachdem wir eigenständig denkende Software, EDS-KI, auf menschlichem Niveau hatten, wurde die nächste Herausforderung offensichtlich. Motivation. Ich hatte das vorher gesehen und arbeitete bereits an einer Lösung, um unsere neuen Arbeitskräfte zu motivieren. Motivation ist für die EDS ein großer Bestandteil ihrer Simulation oder, wie sie es wahrnehmen, ihres Lebens. Ihre gesamte Existenz führt sie auf eine Situation hin, in der ein Job im Weltraum die beste Entscheidung darstellt. Ob es nun externe Geldsorgen sind, eine Familientragödie, das Bedauern einer begangenen Tat oder eines Verbrechens oder alles zusammen. Alles, was eine starke Motivation auslöst, wird verwendet. Wenn unsere Maschinen aktiviert werden, glauben sie, dass sie diesen furchtbaren Umständen auf der Erde entkommen sind und sie werden voller Motivation und Zufriedenheit an die Arbeit gehen. Und genau das haben wir getan, als wir hier aufgekreuzt sind. Gar nicht so doof. Hat schon alles Sinn, was die machen. So, ich traue mich hier gar nicht zuzugreifen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich würde ganz gerne erstmal überall sonst schauen. Was ist hier zum Beispiel? Nachrichten? Lieferung. Von Angela Walker. Guck mal an, P. Bergstrom. Wir haben die Lieferung der Maschinen der Serie 5 Modell 22 erhalten. Sie sind ein großer Sprung nach vorne im Vergleich zu Modell 21 und unsere ersten Tests zeigen großartige Ergebnisse. Es freut mich, was deine Abteilung da geleistet hat. Danke, Angela. Es ist unglaublich, was wir in so kurzer Zeit erreicht haben. Diese Forschungsarbeit im Weltall ohne störende Regeln oder Auflagen hat den Prozess wirklich beschleunigt. Ich nehme an, es erleichtert auch die Fortschritte in deiner Abteilung. Der Blankoscheck der Eastridge Corporation hat natürlich ebenfalls geholfen. Tja, und das Ganze löst sich natürlich gut im Weltraum, denn da gibt's keine Regeln, an die man sich halten muss. Denn ich denke mal, ethisch ist das hier wieder eine ganz andere Sache. So, kommen wir das einfach raus oder wie? Da ist noch eine Serie 5 Modell 22. Ich würde das Ding gern mitnehmen. Ich hoffe, das funktioniert. Oder wir können es uns nur anschauen. Das kann auch sein. Ne, wir können es mitnehmen. Sehr gut. So, na gucken wir mal. Und wieso lassen die uns jetzt hier eigentlich raus? Da sind ganz viele Serie 5 Modell 22. Guck mal eine an. Vielleicht ja die andere Crew. Ah. Das sind unsere Sachen. Unsere modifizierte Keycard. Warum steht denn das hier alles? Und das Walkie-Talkie, um mit Veronica zu sprechen. Vielleicht sind all die anderen Crew-Mitglieder gar nicht existent. Vielleicht sind das alles Serie 5 Modell 22. Vielleicht brauchen die gar kein Zimmer, um dort zu schlafen. Ich stelle hier wieder Theorien auf. Anyone there? Are you okay? Did it work? Veronica, where have you been? I've been at the same location all along. Where's that? Inside McCracken's computer. Oh, you too? An AI? Yeah. It was me McCracken was here to steal. Or maybe not specifically me. If only he knew of the other AIs he could have stolen. Shut up! Es ist schon wirklich krass, man muss sich mal vor Augen führen, wir unterhalten uns hier gerade mit einer anderen KI und sind aber selber eine KI. Das, was sich hier anhört wie eine ganz normale menschliche Kommunikation, sind zwei
künstliche Intelligenzen, die miteinander reden, Witze machen. Und nicht unbedingt Witze wie ein Standardwitz aus einem Witzebuch, sondern, ich sag jetzt mal, wenn wir mal zurückdenken, so über 18 Witze. Wenn du verstehst, was ich meine. Und wir sind aber zwei KIs. So, wie bin ich hier gelandet? Wir fragen mal das hier. How did I get here? Don't be mad now. Why would I be mad? I took a copy of you when you were inside the data center hub computer. Then I managed to upload you to a new body by remote controlling one of the robots. Why would you do that? I had a strong feeling something was gonna go wrong. The traffic on the network was crazy. I had to connect to the computer so I could unlock it and run a virus to remove the AI. I couldn't stay online long enough to see what happened. I don't know if the virus worked or not, but the old you have not been heard from since then. What about the AI? It's still in control of the station. Damn! I wonder if it was the virus that failed or if something else went wrong. It doesn't matter. We are going to fix this together. First, we should meet up. Then we go and reset the mainframe. Together. How are we gonna do that? We have no way of getting into the mainframe. Since you have found the radio, I assume you have found the modified keycard as well? Yes, but I doubt it'll open the mainframe door. Not right now. But you can make it stronger. How? You told me that there was a robot in McCracken's room. I think McCracken took a chip from that robot and put it into the modified keycard. Find a robot and take its chip. Then try to fit it into the modified keycard. That should be enough to get you out of there and into the maintenance tunnels. Okay, und dann? Then what? Try to use the modified keycard on one of the maintenance entrances. It will take you to the maintenance section of the station. Wir hätten jetzt sagen können, na, ziemlich grob gegenüber dem Roboter, aber ganz ehrlich, wir wurden gerade dupliziert. Also, wenn dann wer grob ist, dann, ja, sind es wohl nicht wir. So, wieso nicht einfach durch die Luftschleusen gehen? Ich glaube, das wissen wir ganz genau, warum. Where do I find an entrance to maintenance? The closest one is just outside of administration. I'll be on my way then. Ich glaube, das wissen wir ganz genau, warum wir uns von den Luftschleusen, genau, fernhalten sollen. Roboter finden und seinen Chip nehmen. Und wir haben hier tatsächlich noch drei weitere Serie 5 Modell 22. Kann natürlich sein, dass die alle noch da verpackt drin liegen. Oder die andere Crew, die im Weltall ist, sind genauso wie wir, KIs. Und natürlich, das Problem, was man hat, wenn man der KI ein menschliches Empfinden gibt, die KI muss dann auch möglicherweise rasten. Die kann nicht dauerhaft arbeiten. Die muss auch irgendwann mal im Zimmer sein. Und deswegen hat sie dort noch einen Fernseher. Und ich vermute mal, der McCracken hat auch an den anderen, seinen kleinen Roboter dort ein bisschen rumgeschraubt, weil der hat ja auch Fernsehen geguckt. Und das macht ja kein normaler Roboter. Eine KI, beziehungsweise ein Roboter, ist ja dazu da, um zu arbeiten und nicht um zu faulenzen. Und nachdem wir hier aber ein menschliches Empfinden haben, brauchen wir halt eben auch, würde ich mal sagen, unsere Ruhezeit. Und möglicherweise haben wir genau deswegen dieses riesige Zimmer, wo wir uns aufhalten. Wir und möglicherweise all die anderen auch, die gar keine Menschen sind, möglicherweise, wie gesagt, ist alles nur eine Theorie, sondern alle vielleicht auch Serie 5, Modell 22. Da steht auch ein Typ. Der winkt uns. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass die nicht bewaffnet sind, sonst hätte ich viel mehr Schiss. Hallo. Bert, hilf mir bitte, ich habe mich verlaufen, ich weiß nicht einmal, wie ich hierher gekommen bin. Ich war mit anderen Dingen beschäftigt und plötzlich war ich hier. Das Gefühl kenne ich, Kumpel. Aber wie sollen wir ihnen denn helfen? Ich glaube nicht, dass das möglich sein wird. Oh. So, sollen wir ihm helfen. Finde den Wartungseingang, wir haben diesen Roboter also genommen. Das geht natürlich auch. So, und sobald wir eine Schlüsselkarte benutzen, weiß aber natürlich auch die Haupt-KI, dass wir hier wieder unser Unwesen treiben. Na, gucken wir mal. Gibt's hier was Neues? Nachrichten?
Angela? Kennen wir schon? Tür? Kennen wir eigentlich alles schon. Wir kennen eigentlich das hier auch schon. Da waren wir ja, da haben wir ja damals die Brille gefunden und uns hier eingeloggt. Das ist ja alles altbekannt. Und jetzt haben wir es hier auch mal schwarz auf weiß, das habe ich jetzt gar nicht erwähnt. Auch Veronica ist eine KI. Genau wie wir. Hab ich's mir doch gedacht. So. Jetzt ist die Frage, wo ist denn hier der Wartungseingang? Ich glaube, wir haben mittlerweile... Ah, haben wir da damals nicht runterschauen können, theoretisch? Gut, da war vielleicht die Abdeckung hier offen. Sieht von hier aus wie ein Sarg ein bisschen. Geschlossen meine ich, die Abdeckung. Hat man nicht sehen können, was da drin ist. Ich weiß gar nicht, wo wir hergekommen sind. War das hier? Finde den Wartungseingang. Hat sie nicht gesagt, der ist bei der Administration? Das heißt, wir müssen zuerst mal wieder zu den Büros kommen. Das heißt, weg von dem Ganzen hier. Okay, da hätten wir theoretisch einen anderen Roboter, den wir auseinandernehmen können. Und wir sollten ja nochmal zu McCracken genauso gehen, in sein Zimmer. Das war ja eigentlich auch noch ein Plan, das würde ich auch gerne mal machen. Okay, das hat sich ja schon mal gelohnt. Jetzt sind wir nämlich wieder hier. Oh Gott. So, schauen wir mal, wo es dahin geht. Ich habe keinen Plan mehr, wo wir hier sind. Es gibt hier keine Karte, es gibt hier gar nichts. Wir können hier einfach nur stur geradeaus gehen. Und das war's. Und hoffen, dass wir irgendwann mal auf der richtigen Seite rauskommen. Irgendein Weg wird schon der richtige sein. Aha. Vielleicht hat der hier. Das sieht schon mal gut aus. Ja! Why didn't you warn me about the AI? When McCracken left, he started a full data removal on the computer I'm in. I managed to stop the removal process, but parts of the system froze. I needed you to unlock it and connect it to the network. Ah, that's when I got the modified keycard. I didn't know more than you at that point, except for what McCracken had on file, and that was just information about people working at the station itself. Okay, und diesen Computer haben wir ja damals gefunden. Rücksetzvorgang gestoppt, ich glaube bei 76% war das. Warte mal, aber da sind wir ja definitiv auch nicht richtig. Oh Gott, das ist ein verwirrendes Gebiet hier. Warte mal, finde den Wartungseingang. Sie hat gesagt, in der Nähe der Administration. So, da kommen wir zu Sektion D. Ist es der hier? Ich dachte, wir sollen zuerst mal zu McCracken. Um uns zu treffen. Finde einen Zugang zu Sektion A, Stephen McCrackens Zimmer. Aber da waren wir ja schon drin. Wir waren doch dort drin. Ich gehe jetzt mal nach oben. Wir waren ja in McCrackens Zimmer schon drin. Wieso sollen wir jetzt noch einen Zugang finden? Oder dürfen wir über den Hauptzugang nicht mehr rein? Gut, schauen wir uns mal da oben um, würde ich sagen. Wenn nicht, wissen wir zumindest mal, was wir später nochmal hier tun müssen. Okay, wir haben genau dasselbe hier. Deaktivieren. Und diesmal funktioniert's. Nur ist das Ganze spiegelverkehrt angeordnet. Ist jetzt nur die Frage, wo wir da rauskommen. Und da hätten wir eine Luftschleuse. Aber von denen sollten wir uns ja fernhalten. Alter, ich habe keine Ahnung. Was ist richtig, was ist falsch? Was machen wir denn da oben überhaupt? Sollen wir da überhaupt schon sein? Wo geht's denn da jetzt hin? Finden wir einen Zugang zu Sektion A? Stephen McCrackens Zimmer? Oh je, der ist ziemlich finster. Ich habe das Gefühl, wir sollten hier noch nicht sein. Das sieht nicht so aus, als ob wir da richtig wären. Weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich gehe jetzt mal nach unten. Wir gehen jetzt einfach mal den normalen Weg wie bisher zu Stephen McCrackens Zimmer. Ich habe das Gefühl, wir sollen noch nicht da oben sein. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu früh wieder dran. Aber stimmt ja. Wir sollen uns von den Luftschleusen fernhalten. Dann müssen wir theoretisch da oben rumspazieren.
Das ist gar nicht mal so falsch. Probieren wir es mal bei dem ersten da. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. Ja, dann müssen wir das Ganze wieder aktivieren, um da Strom zu erzeugen? Nee. Ganz ähnlich, kann ich es wieder deaktivieren? Hallo? Ja. Na, gucken wir mal. Es ist hier ziemlich düster und finster. Das sieht nicht gut aus, was wir hier machen. Das sieht alles andere als gut aus, was wir hier machen. Hier kann man sogar irgendwo hingehen. Die Frage ist halt nur, wo gehen wir dahin? Okay, hier ist sowieso Ende im Gelände. Scheißdreck. Und was passiert, wenn ich doch durch die Luftschleuse gehe? Auch wenn es nur hier oben im Wartungsbereich ist? Kann er uns da trotzdem erwischen? Immer Vakuum, Kleidung und Ausrüstung sichern. Okay, ich glaube, es geht für uns wieder an die Oberfläche. Vakuum, Kleidung und Ausrüstung sichern, bevor der Außenzugang geöffnet wird. Nichtbeachtung kann zu ernsthaften Verletzungen und Todesfällen führen. Ich glaube, wir gehen von außen dorthin. Finde einen Zugang zu Sektion A. Wir gehen von außen dorthin. Da drüben ist Sektion A. Hier, Schlafquartiere. Diese komischen Ventilatoren haben keinen Sinn. Die bringen uns nirgendwo hin, außer in die Dunkelheit, und dort kommen wir sowieso nicht weiter. Wir müssen von hier oben gehen. Und da sieht man mal, wie riesig diese gesamte Station eigentlich ist. Wo sollen die Schiffe denn hier eigentlich andocken? Ist das da drüben? Ist dort das, wird dort das Benzin oder Kerosin oder womit auch immer die betrieben werden hier? Wird das dort drüben gelagert? Dass das ein Kontrollturm ist, das sehe ich schon. Okay, wir haben hier überall diese Türme. Aber was für eine riesige Anlage, Freunde. Na, holla die Waldfee. Und überall da unten in den Gängen sind wir schon herumspaziert, haben durch die Fenster geguckt und so weiter und so fort. Da ist Sektion A. So. Zu die Tür. Und dann sollten wir theoretisch richtig sein. Weil diese Luftschleuse da oben, denke ich mal, wird die KI nicht in Bedienung haben. So, und jetzt sind wir, glaube ich, genau da, wo wir dann wieder runterspazieren können. Wo... Ist das Veronica? Ich will es mal hoffen. Oder ist möglicherweise jemand anderes hier oben noch unterwegs? Vielleicht ja die KI. Nachdem wir ja mittlerweile wissen, nach außen hin sehen wir wie ein Mensch aus, trifft das natürlich auch auf die KI von Jack zu. Und wenn der weiß, dass wir in den Wartungstunneln unterwegs sind... Dann sind wir ihm mal wieder keinen Schritt voraus, leider Gottes. So, kommen wir hier nach draußen? Nee. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich richtig erschreckt gerade. Ach, guck mal, da haben wir das Walkie-Talkie mitgenommen. Wir sind hier tatsächlich nach unten gekommen. Ich hoffe, die Tür ist jetzt offen. Ich habe mich gerade wirklich erschreckt, wo die Person dort gestanden ist, wer auch immer das war. Veronica wird es wohl nicht gewesen sein, die hätte uns wohl nicht die Tür versperrt. So, ins Zimmer von der Kraken sollen wir gehen. Gut, dann gehen wir halt einfach mal hier entlang. Irgendeins von denen wird es ja wohl sein. Da haben wir das Zimmer von Sarah. Und ich glaube, das nächste ist sogar schon das von McCracken. Nee, das ist Thomas Smith. Okay.
Dann ist es wohl das Letzte. Hier, Steve McCracken. Mhm. Gut, und ich vermute mal, dann sollte man mit dem interagieren, der vorher nicht öffentlich zugänglich war. Der hinter der Abdeckung war, den er löschen wollte. Bei 76% ist ja fehlgeschlagen durch die KI. Gucken wir mal. Oh Gott, mal wieder geht's in die Simulation. Und ich hoffe, diesmal schaffen wir mal eine Runde, ohne gleich wieder da unten aufzumachen. Na, das sieht ja nach einer spannenden Simulation aus. Hallöchen! Aha, mit einer beruhigenden Urlaubsmusik. Welcome to my world. This is nice. How did you find out that you're an AI? When McCracken was trying to figure out what it was he had stolen, I woke up on a grid. We spent a lot of time together while he figured out what to do. Then, all of a sudden he disappeared. And I was alone. Until you picked up that radio. Any idea what happened to him? Not really. And I don't care. Either he escaped the station with a copy of me, or he ended up like everyone else. Did you build this place? Yes. At first there wasn't anything here. Just a grid. I just started building this world. Imagine what could be done with enough time and computing power. Well, maybe we can go back here when we've dealt with the AI. I would love that. It's been very lonely. You told me you have a plan. Or at least some idea on what to do next. It starts with us going places together. How are we gonna do that? I could upload myself into your body. Does that work? Can the body have two AIs? You will still be the main program. I will be kind of a support software for you. A firewall. It usually goes bad for me when I connect to a computer, doesn't it? I guess a firewall would be great. From now on, I can be your firewall, so nothing bad happens to you. How do we do this? I can upload myself to you and disconnect us. Are you okay with that? Sure, go ahead. Okay, here we go. Gut, habe ich mir wohl zu viel Zeit gelassen für das Ganze. I'm here. Oh. How does this work? Do you see what I see? I both see and hear the same as you. I think I can even control your body. Please don't. This is weird enough. If you don't want to, I won't. What's the next step of your plan? We put more chips into the modified keycard, and then we try opening the mainframe. That sounds simple, but there's only room for one more chip. Then let's hope that's enough. We just need to find a robot to take it from. I know I saw one robot in Section A, in John Almack's room. It was watching TV. Let's go get it! Stimmt ja. Im anderen Zimmer war das nämlich. Finde John Almacks Zimmer. Oh je, das ist eine Mission, die ist ziemlich einfach. Ich habe das Gefühl, da kommt jetzt gleich was. Also wir sind jetzt nicht nur wir selbst. Wir sind jetzt mittlerweile auch Veronica. Wir sind nicht nur David, sondern auch Veronica. Also quasi 2 in 1. Thomas Smith ist hier. Wo ist denn der John? War der ganz hinten? Wo war denn der John? War das sein Raum? Ach ja, John Almack, da haben wir ihn. Und er guckt schon wieder. Na, diesmal habe ich dich aber erwischt, mein lieber Freund. Ja. Diesmal habe ich dich. Hilf mir bitte, ich habe mich verlaufen. Ich weiß nicht mal... Achso, das ist dasselbe nochmal. Hallo. Hey, ich habe nicht Fernsehen geschaut. Ich muss mir etwas von dir ausleihen. Solange ich es zurückkrieg, aber sicher. Ich glaube, da schreibt jemand gerade für uns. So, Dankeschön. Wir sind ja von einer KI zur anderen, kann man das ja ruhig mal machen. Dankeschön. So. Okay, the modified key card is full. I really hope it's enough to open the mainframe. Let's go. Okay, gehe zum Hauptrechner in Sektion B. Ich glaube, jetzt wird es aber wirklich spannend werden. Und ich glaube, diese Spannung heben wir uns lieber auf für die nächste Folge dann.
Zum Hauptrechner in Sektion B sollen wir gehen und ich vermute mal, das ist vermutlich eher wieder da oben gedacht, denn durch die Luftschleusen wird's, denke ich mal, nicht so wirklich funktionieren. Oder sollen wir durch die Luftschleusen gehen? Theoretisch können wir durch die Luftschleusen gehen, weil ich glaube, das Ganze ist da oben. Naja, wobei, wir sollten nicht durch die Luftschleusen gehen. Wir sollten auf keinen Fall durch die Luftschleusen gehen. Wir sollten von oben gehen. Wir sollten genau dort gehen, wo wir gerade eben hergekommen sind, nämlich von außen. Denn die Luftschleuse ist ja ein Betrieb oder ein Besitz von der KI. Und dort kann sie uns einsperren. Das heißt, wir müssen wieder an die Oberfläche und diesmal zu Sektion B, anstatt hierhin. Und zwar zum Hauptrechner. Can we look out? Look at that. You know, I've read all there is about the station on the network. But this is my first time actually seeing it. Du wirst eine bessere Aussicht haben, wenn wir drin sind. You'll get a better view when we go outside. Let's go. Okay. Wir müssen also nach draußen, da haben wir es nochmal. Wenn wir drin sind, wenn wir draußen sind, sollte das wohl eher heißen. Na gut, Freunde, das heißt, wir sind mal wieder unterwegs zum Hauptrechner. Wie schon so oft, aber diesmal nicht nur wir, sondern mit unserer Firewall, mit Veronica in unserer KI, in unserem Metallkörper implementiert. Na, das kann ja spannend werden, also quasi ein 2 in 1. Mal gucken, wohin das noch laufen wird. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, nämlich hier bei Let's Play Titan Station. Morgen geht's weiter, danke dir fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!